Der Computer. Für viele Menschen noch immer ein Rätsel. Was wirklich in ihm steckt, sieht man ihm nicht an. Der Computer, ein Werkzeug für den Geist, das wahre Wunderdinge vollbringt. Vor wenigen Jahren hätte man sie allenfalls erträumen können. Mit Computerhilfe kontrollieren Menschen vom Boden aus den Flug der Raumschiffe im Weltall. Dieselbe Technik hilft in Frankfurt, New York oder Tokio, Aktien- und Devisengeschäfte zu überwachen. Raum und Zeit sind fast bedeutungslos. Durch Computerkommunikation wächst die Welt zusammen, während auf manchen Monitoren schon das Bild einer neuen, künstlichen Welt entsteht. Die Informationstechnik mit ihrer scheinbaren Allmacht schürt auch Ängste. Das war schon in den Anfangstagen so, als Computer für viele Menschen noch geheimnisvolle Elektronengehirne waren. Doch jener Mann, der den modernen Computer erfand, ist kein Magier, eher ein genialer Tüftler. Konrad Zuse, der deutsche Ingenieur, schuf den ersten programmgesteuerten Rechner. Sein Modell Z1 hat anscheinend nichts gemein mit den Geräten von heute. Irrtum. Zuses Computer arbeitete bereits mit dem Binärcode, jenem Zahlensystem, das nur die Zeichen 0 oder 1 kennt. Damit begründete Zuse die moderne Datenverarbeitung. Vor ihm hatten sich schon viele andere an Rechenautomaten versucht. Der Franzose Blaise Pascal schuf 1642 die erste mechanische Rechenmaschine der Welt. Die Pascaline rechnete freilich nach dem aufwendigen Dezimalsystem mit den bekannten 10 Ziffern und war dementsprechend umständlich zu bedienen. Sie eignete sich nur für simple Additionen. Gottfried Wilhelm Leibniz baute später eine Maschine, die schon alle Grundrechenarten zuließ. Leibniz erfand einen Kurbelmechanismus, um die vielfach wiederholten Rechenschritte für das Multiplizieren und das Dividieren zu beschleunigen, einen Vorläufer des Wagens bei späteren Rechenmaschinen. Der nächste Entwicklungsschritt in der Rechentechnik hatte zunächst wenig mit Zahlen zu tun. Der Franzose Joseph-Marie Jacquard baute 1804 einen Webstuhl, der mit Lochkarten programmiert wurde. Jede dieser Karten steuerte eine einzelne Bewegung des sogenannten Schiffchens am Webstuhl. Dadurch wurden die Muster geschaffen. Das Lochkartenprinzip nutzte der Deutsch-Amerikaner Hermann Hollerith 1890 für die Auswertung der Volkszählung in den USA. Hollerith ließ die Antworten der Bürger auf gelochten Karten erfassen, die seine neuartige Maschine automatisch lesen konnte. Schneller wurden die Millionen Volkszählungsbögen noch nie ausgewertet. Das sprach sich schnell herum. Hollerits Maschine rationalisierte um die Jahrhundertwende weltweit die Arbeit in Behörden und Büros. Zu dieser Zeit war Charles Babbage schon lange tot. Von allen Vordenkern hatte er wohl am ehesten die Vision vom modernen Computer. 1822 stellte Babbage seine noch unvollständige Difference Engine vor. Diese Differenzmaschine sollte komplexe Gleichungen lösen. Tausende von Zahnrädern griffen ineinander. So wurden Rechenregeln zu komplizierter Mechanik. Ganz fertig wurde die Difference Engine nie. Dieser Nachbau der unvollendeten steht heute im Londoner Science Museum. Babbage hat die Differenzmaschine zu den Akten gelegt. Neuerdings träumt er von einem noch komplizierteren Automaten. Diese neue analytische Maschine soll nicht nur bestimmte Rechenaufgaben, sondern jedes beliebige mathematische Problem lösen. Hier in Cambridge plant der Mathematikprofessor den ersten echten Computer mit Rechenwerk und Speicher. Die Programme wollte er mit Lochkarten eingeben. Das Dilemma,
Bei den Plänen für seine Maschine musste Babbage voll und ganz auf die Mechanik zurückgreifen. Etwas anderes gab es ja noch nicht. Solch ein dampfbetriebener Rechenautomat wäre tonnenschwer geraten, wie ein gigantisches Uhrwerk. Auch aus dieser Idee wurde nichts. Mit dem Traum von der analytischen Maschine, dem ersten Universalcomputer, war Babbage seiner Zeit um gut 100 Jahre voraus. Erst als die Elektrotechnik aufkam, entstanden die direkten Vorfahren jener Computer, die wir heute haben. Berlin. Der angehende Bauingenieur Konrad Zuse wünscht sich eine Maschine, die ihm lästige Routineberechnungen abnimmt. Zuse ist überzeugt, es muss eine Art mechanisches Gehirn geben, das im Prinzip alle vorstellbaren Denkaufgaben lösen kann. In der Fernmeldetechnik hatte Zuse das elektromechanische Relais entdeckt. Das brachte ihn auf die zündende Idee, in einem Rechner, der mit dem Binärcode arbeitet, könnte dieses Fernmelderelais zum wichtigsten Bauelement werden. Denn das Relais kennt wie der Binärcode nur zwei Zustände: angezogen oder abgefallen, an oder aus. Damit hatte Zuse das Geheimnis der Datenverarbeitung entdeckt. 1 oder 0 kann ein elektromechanischer Rechner leicht verarbeiten. Strom fließt oder Strom fließt nicht. Ein Symbol kann genau diese beiden Schaltzustände einnehmen. Mit 4 Symbolen können im Binärsystem bis zu 16 Zeichen, also 2 hoch 4 Zeichen, dargestellt werden. Zum Beispiel die Ziffern 0 bis 15. Zum Vergleich hier oben das bekannte Dezimalsystem, unten das Binärsystem. Bei 8 Symbolen sind es 2 hoch 8, also 256 Zeichen. So werden auch Buchstaben und Satzzeichen in die binäre Sprache übersetzt. Man kann mit ihnen sogar logische Operationen durchführen. Die Regeln dafür entwickelte der britische Mathematiker George Boole Mitte des 19. Jahrhunderts mit seiner Aussagenlogik. Das war lange, bevor es Computer gab. Von George Boole hatte Zuse nie gehört. Doch er kam auf Rechenregeln, die der Boolschen Algebra sehr ähnlich waren. 1936 begann Zuse in Berlin mit Hilfe von Freunden mit dem Bau seiner Maschine. Innerhalb von 24 Monaten wuchs der Z1 zu einem 2x2 Meter großen Monstrum, der erste elektromechanische, programmgesteuerte Rechner der Welt. Zuse tüftelte weiter. Während des Zweiten Weltkriegs entstand das Modell Z3. Die Rekonstruktion steht heute im Deutschen Museum. Das Rechenwerk bestand aus rund 2000 Relais. Eine einfache Multiplikation dauerte 5 Sekunden. Glühlampen auf der Konsole zeigten das Ergebnis an. Der Nachfolger Z4 wurde für aerodynamische Berechnungen in der Berliner Versuchsanstalt für Luftfahrt benutzt. Ein gelochter Filmstreifen diente zur Eingabe der Rechenprogramme. Auch der Z4 blieb ein Prototyp. Zuse erhielt nie eine staatliche Förderung. Die nationalsozialistische Regierung hatte die Bedeutung des Computers nicht erkannt. In den USA dagegen wurde die Computerentwicklung mit Hochdruck vorangetrieben. Begonnen hatte alles 1937 in den Bell Telephone Laboratories. Hier hatte der Mathematiker George Stiebitz entdeckt, dass die Boolsche Algebra die ideale Sprache für Telefon-Relais-Schaltungen war. Stiebitz konstruierte aus Batterien, Taschenlampen, Birnen und Drähten einen Apparat, der binäre Additionen nach Boole's Prinzipien ausführen konnte. Damit gingen Stiebitz und Zuse ähnliche Wege, ohne dass sie voneinander wussten. Seinen zweiten Rechner nannte Stiebitz Complex Number Calculator.
Er beherrschte sämtliche Grundrechenarten. Das neuartige Denkwerkzeug fand in den USA große Beachtung. Von nun an verlief die Entwicklung in Riesenschritten. 1943 kam Howard Aikens Mark I. Er löste für die US-Marine ballistische Probleme innerhalb von einem Tag, deren Berechnung ohne Computer 6 Monate gedauert hatte. 1000-mal schneller war der ENIAC von 1945, der erste Computer mit Elektronenröhren, 17.000 Stück. Der ENIAC war, wie alle Vorgänger, immer noch ein Zahlenfresser. Andere Daten und Symbole konnte er nicht verarbeiten. 5 Jahrzehnte später steht an jedem dritten Arbeitsplatz ein Personalcomputer, der das spielen kann. Der Weg von der reinen Rechenmaschine zum elektronischen Alleskönner wurde von genialen Theoretikern vorprogrammiert. Der Brite Alan Turing beschrieb 1936 eine Maschine, die jedes denkbare logische Problem lösen kann. Auch John von Neumann erkannte, dass ein Computer im Prinzip für sämtliche Fragen der Forschung eingesetzt werden kann. 1945 beschrieb er, wie eine solche Universalmaschine aussehen muss. Das Prinzip ist bis heute gültig. Ein Computer muss nach von Neumann stets ein Rechenwerk, ein Steuerwerk zur Koordination der Funktionen, einen Speicher, eine Eingabeeinheit, die eingegebene Daten in maschinenlesbare Symbole umwandelt, und eine Ausgabeeinheit zur Dekodierung der verarbeiteten Daten besitzen. Weiter muss ein solches System mit Binärzahlen arbeiten, elektronisch funktionieren und seine Operationen nacheinander ausführen. Von Neumanns und Turings Theorien sind heute Allgemeingut. Selbst Kinder wissen, dass Computer viel mehr sind als schnelle Rechenautomaten. Seit den 50er Jahren hat die Datenverarbeitung unglaubliche Fortschritte gemacht. Dies ist vor allem der Mikroelektronik zu verdanken. Mit der Elektronenröhre gelang in den 50er Jahren die Reduktion der rechnenden Bauteile. Wenig später folgte der Transistor zur Steuerung des Stromflusses im Rechner. Daraus wurden die integrierten Schaltkreise, die bereits mehrere Bauelemente zusammenfassten. Bald wurden die sogenannten Chips in einem Stück aus einer Siliziumscheibe gefertigt. 10 Bauelemente befanden sich in den 60er Jahren auf einem Chip, 1970 waren es schon 1000. Heute werden bis zu 100 Millionen Transistoren und andere Bauteile auf einem Quadratzentimeter zusammengefasst. Während so die Leistungsfähigkeit beharrlich anstieg, sanken die Preise für die Computertechnik ständig. Doch zur Maschine für jedermann und Frau gehört mehr. Durch ausgeklügelte Anwendungsprogramme wurde die Bedienung immer einfacher. Niemand muss heute Befehle umständlich per Lochkarte einfüttern, wie das vor noch nicht allzu langer Zeit der Fall war. Die Zukunft wird noch kleinere Computer bringen, die per Sprachbefehl oder Handschrifteingabe bedient werden. Solche elektronischen Begleiter begeistern viele, andere mögen darin die Auswüchse der Informationsgesellschaft sehen. Konrad Zuse hat den Siegeszug des Computers miterlebt. Sein Patentanspruch wurde jedoch nie anerkannt, wegen angeblich fehlender Erfindungshöhe.